Was sagst du? Du kannst Crucellus nicht erreichen? Jawohl, wir warten auf einen Bericht von ihm, Sir, aber, Hey, General, bitte Erlaubnis zum Reden! Der eine sieht krass aus als der andere mit seinem blauen. Was ist denn los? Er stand im Bericht, Sir. Offensichtlich hat Mario das Sternjuwel aus dem Wunderwald erbeutet. Was? Was ist mit Crucellus und dem Schattentrio? Bedauere mitteilen zu müssen, dass sie alle von Mario vertrieben wurden. Diesen Mario sollte man wohl nicht unterschätzen. Habt ihr etwas über die restlichen Sternjuwelen in Erfahrung gebracht? Bitte Vergebung, General, aber wir befinden uns gegenwärtig auf der Suche nach diesen Steinen. Eins in Logatzburg, dann eins im Wunderwald, dann unser Sternjuwel aus Rohlingen. Das macht zusammen drei. Bleiben also noch vier Sternjuwelen. Setzt die Suche fort und passt auf, dass euch Mario nicht wieder zuvorkommt. Zu Befehl, Sir. Herr General. Herr General, Sir. Mario scheint tatsächlich diese Karte zu besitzen. Na gut, von nun an werdet ihr jeden seiner Schritte verfolgen. Zu Befehl. Jetzt, er hat so einen Laborkittel. Sei auf der Hut, Mario. Ich habe ein bisschen Angst vor ihm. Hat Mario wohl meine Mail gelesen hat? Ach, und wie läuft wohl das Leben im Palast? Vielleicht kann ich nie wieder auf rauschenden Bällen tanzen. Ach, was soll nur aus mir werden? Ach, immer diese Prinzessinnen-Probleme. Gucken wir uns ein bisschen um. Es ist weicher als erwartet. So werde ich immerhin bequem schlafen. Oh. Kann mich hier verstecken. Niemand wird mich hier finden. Wenn die Wachen kommen, dann werde ich das auf jeden Fall nutzen. Ein bisschen putzen, ein bisschen putzen. Okay, reicht. Genug. Gehen wir zurück zum Roboter. Die Tür ist wohl abgeschlossen. Doch nicht mehr. Ah, das war sicher Tech. Ja, wie gesagt, zurück zum Roboter, der will ja was über Liebe erfahren. Warum auch immer. Wollen wir uns doch mal ein bisschen baden, ein bisschen duschen? Ich dachte das doch, oder? Natürlich, Peach. Natürlich darfst du das. Warum kann man hier exakt das gleiche tun wie vorher? Hihihi. Okay. Ich bin gespannt, zu was das hier führen soll. Mit dem Tech-Computer. Das hat gut getan. Okay, mir würde es aber noch mehr gut tun, wenn wir Peach hier irgendwie raushelfen könnten. Wir schauen mal. Wir schauen einfach mal. Können wir rein? Nee, immer noch nicht. Ich mag die Musik hier. Sind wir sehr chillig dafür, dass wir in so einem Alien-Raumschiff sind? Guten Tag, Peach. Danke, dass du gekommen bist. Ist meine Mail an Mario angekommen? Ja, Empfänger Mario bestätigte den Erhalt der Mail. Man hat einen Tracker reingetan. So, ein Glück. Was gibt's heute? Sicher möchtest du etwas über die Liebe wissen? Habe eben gehört, dass du im Ballsaal tanzen möchtest. Du hast es gehört? Erbitte Verzeihung, bin auf Überwachung der Prinzessin programmiert. Meine Reaktion auf deine Worte war, ich möchte mit dir tanzen. Diese Reaktion ist mir unverständlich. Muss diese analysieren. Sie analysieren? So etwas kann man doch gar nicht analysieren. Wenn man etwas zusammen tun möchte, das ist Liebe, denke ich. Aber du, also, du bist ein Computer. Prinzessin Peach, bitte tanz mit mir. Moment mal, wie könnte ich tanzen, das, wie soll ich sagen, wie soll das gehen, dass ich mit dir tanze? Wie wäre es hiermit? Ich, hast du es einfach gemacht? Ein Hologramm von ihr. Na gut. Komisches Gefühl, mit mir selbst zu tanzen. Was, mit mich selbst zu tanzen? Okay, drücke den Knopf, dessen Symbol auf dem Bildschirm vollständig aufleuchtet. Just Dance!
Oh Gott. Zu schnell. Exzellent, prima. Bitte. Wir tanzen mit dem Computer, der so aussieht wie wir. Also der Computer hat gerade so einen Sound abgespielt mit dem Klatschen, das war nicht ich. Danke, Peach. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Spaß? Das also ist Spaß. Tech? Zum Dank für das Tanzen kannst du eine Mail schicken. Gib mit der Tastatur den Empfänger und deine Nachricht ein. Okay. Lieber Mario. Fertig. Kannst abschicken? Wird erledigt. Bitte geh auf dein Zimmer zurück. Muss die neuen Daten sofort analysieren. Die Daten, die den eben erfahrenen Spaß verursacht haben. Das liebe jetzt Spaß? Du bist schon ein seltsamer Computer. Falsch! Ich bin der klügste Computer der Welt. Gute Nacht, Peach. Ich weiß nicht, was ich von Tech halten soll. Aber jetzt geht's erstmal wieder rüber zu Bowser. Ich mag seine Farben hier. Der ist so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen orange-bräunlich. Ich mag das auch wieder, sieht cool aus. Davon muss es also sein, ja? So ist es, euer Scharfsinnigkeit. Meines Wissens wurde die Prinzessin in dem Dorf östlich von hier gesehen. Sehr gut, Kevin Cooper. Dann ist das unser nächstes Ziel. Ihr seid unglaublich männlich, euer Heißatmigkeit. Hä? Auf geht's! Oh mein Gott, Super Mario Bros. Oh, das ist cool. Oha. Was? Nein! Mini Bowser! Kann ich hier sterben? Schnappattacke im Sprung. Ah, wir können mit Bowser auch eine Schnappattacke machen. Interessant. Oh, okay. Komm hier durch. Ey, da wollen uns eine reinhauen. Das können wir nicht zulassen. Was ist, wenn ich down gehe? Und nochmal. Ich wollte sowieso nochmal neu starten, weil ich leider mich treffen lassen habe. Aber die Blöcke sind ja auch doppelt so groß gefüllt. So ein Stück Schinken. Yeah, noch größer. Keine Kursionen können mich platt machen. Bolter! Und noch größer. Bowser wins! Ziel erreicht. Und im Schloss feiern sie schon mein Ankommen. So die Frage, welches Schloss? Na egal, wir sind auf jeden Fall jetzt im Blütenweiler angekommen mit Bowser. Herzlich willkommen im Blütenweiler. Ah! Alle Deckung! Koopas und Kinder zuerst! Ich will doch gar nichts von diesen Winzlingen. Also, wo ist die Prinzessin, hä? Euer Verknalltheit, seht nur da. Da ist sie doch. Oh, meine Prinzessin. Ich hab dich überall gesucht, du Holde. Freust du dich nicht? Der gute alte Bowser ist gekommen, um dich zu retten. Nicht so gesprächig. Warum so still? Komm mit, ich zeig dir meine renovierte Westung. Sieht ziemlich cool aus. Die freudige Überraschung hat dir ohne Frage die Sprache verschlagen. Die Herzen der Frauen sind unergründlich.
So. Das ist also die wahre Damenhaftigkeit. Nun, eine Schweizer Prinzessin ist auch sehr attraktiv. Nein! Mein Schatz, mein lebensgroßes Prinzessin Peach Poster. Das gebe ich keinen Fall her. Das war nur ein Poster? Das. Das kann doch nicht sein! Was bin ich nur für ein Idiot? Ach was, jeder in der Papierwelt wäre drauf reingefallen, oder? Aber gut. Zurück zu Mario. Mario, vielen Dank für alles, was du uns getan hast. Endlich können wir wieder in Frieden hier leben. Musst du wirklich schon gehen. Schade. Aber wann immer du immer meiner weisen Ratschläge bedarfst, bist du herzlich willkommen. Das war Pixel neben steht und nichts tut hier in der Story. Wir alle würden uns freuen, dich wiederzusehen. Und dann werden wir aufpassen, dass so etwas nie wieder passiert. Ich hoffe sehr, dass du die restlichen Sternjuwelen schnell findest. Hoffe ich auch. Vielen Dank, ich bin sicher, dass wir uns bald wiedersehen. Bis bald. Bis dann, Mario. Bye-bye. Thank you so much for to playing my game. Okay, damit haben wir nun den zweiten Diamantstern. Und das ist der Smaragdstern. Du hast ihn von Bubuma aus dem großen Baum erhalten. Sehr, sehr schick. Es gibt hier auch eine Audiothek. Ach, Rezepte, genau, aber es gibt auch eine Audiothek. Ich weiß nicht genau, was das hier ist. Achso, es sind die Soundtracks. Manio, Herr Manio stand da. Okay, interessant. Kann man sich also alles hier anhören, genauso wie auch die GameCube-Soundtracks. Was ich ziemlich nice finde. Aber gut, jetzt stellt sich die Frage, wo gehen wir als nächstes hin? Gehen wir zurück nach Rohlingen? Ich schätze, am meisten würde es jetzt Sinn machen, zurück nach Rohlingen zu gehen, oder? Guck mal, Coop hier raus. Ja, muss man gar nicht drauf warten. Okay. Ich glaube, hier nach links war einfach der Rückweg, oder was? Mario, ich glaube, du hast gerade eine Mail bekommen oder so. Oder hast du einen Anfall? Ja, alles gut, ich habe eine Mail. Mario! Wahrscheinlich machst du dir große Sorgen um mich, aber es geht mir gut. Vielmehr mache ich mir Sorgen um dich. Meine Entführer scheinen wie du intensiv nach den Sternjuwelen zu suchen. Ich versuche herauszufinden, was sie planen. Wenn ich etwas erfahre, werde ich dir wieder schreiben. Pass gut auf dich auf, Peach. Oh, schön zu hören, dass es der Prinzessin gut geht. Bist du auch froh, Mario? Jaha! Let's go! Mario ist sehr froh, wenn er was von seiner Freundin hören kann. Ist ja so. Mehr oder weniger seine Freundin, oder? Kann man so abstempeln lassen, glaube ich. Yahoo! Das muss auf jeden Fall gespeichert werden. Der Fortschritt. Okay. Ja doch, ich schätze, wir gehen jetzt einfach zurück nach Rohlingen. Ist vermutlich auch das Klügste. Also, weg hier von dem Wunderwald. Der sieht zwar sehr schön aus, aber das Kapitel war so mäßig. Also, dieses ganze Hin und Her mit den Bubus fand ich super unnötig und ich finde, das hätte man noch besser machen können. Aber es war interessant und unterhaltsam. Von daher, wen kümmert's, was ich denke. Wo geht's lang? Und, oh, warte mal. Ich glaube, das hätten wir schon die ganze Zeit bekommen können, oder? Hier nach links? Ja. Ich habe einfach nicht aufgepasst. Ausweicherorden. Marios Verteidigung steckt bei erfolgreichem Action-Kommando um 1. Oh, das klingt ganz gut. Damit versichern wir, dass wir auf jeden Fall keinen Damage bekommen. Bei den meisten Gegnern, nicht bei allen natürlich. Aber okay. Das muss, glaube ich, jetzt so oder so erstmal warten. Wir müssen unseren Weg finden. Ne, warte mal. Hä? Ich glaube blöd. War doch gerade richtig. Aber warte mal, hier ist noch eine Wand, die ich nicht weggepustet habe. Wirklich nicht? Hä? Eine Tür! Und die steht offen. What the hell? Die Karte. Sie reagiert hier drauf? Und sie eröffnet da in der Mitte irgendetwas. Oh. Sind das... Ja, das sind Abkürzungen. Okay, das ist cool.
Die gibt's ja also auch wieder. Sehr, sehr schön. Was machst du? Du musst doch irgendwas Schickes hier auch machen, oder? Ja, wir warten kurz. Was auch immer hier gerade passiert, ist krass. Okay. Eine Röhre nach Roningen. Sehr geil. Eine noch schnellere Abkürzung. Und warum schon der Luigi auf einmal? Der stand doch eigentlich vorher woanders. Hier geht's auch noch woanders lang. Okay, ich guck kurz nach, aber ich wette, das hier bringt mich zurück zum ersten Chapter, nach Blütenweiler, oder? Irgendwo nach Blütenweiler bestimmt. Yep. Genau so ist es. Ich frag mich, ob die jetzt irgendwas zu sagen hätten zu Bowser, aber... Ah, nee, das wär's mir jetzt nicht wert, da nochmal hin und her zu latschen. Komisch aber, dass wir das hier noch nicht freigeschaltet haben. Ich hätte das Spiel sagt, das war noch zu frisch, da waren wir gerade erst oder so. Und das wird sich hier hinter irgendwas, was wir noch nicht erreichen können. Diese großen, bösen, gelben Blöcke können wir noch nicht sagen. Hermann, aber einen Tropfsirup können wir uns hier mitnehmen. Sirup, der für eine Weile die BP ansteigen lässt. Also für einen Kampf mehr BP? Wenn ja, wäre das für einen Bosskampf, glaube ich, ganz gut, schätze ich. Okay, gehen wir jetzt erstmal wieder zurück zu dem Raum, wo das Ionentor auf uns wartet. Ich glaube, das war hier. Und dann oben rechts an die Pflugplatte, wenn ich mich richtig dran erinnere. Ich meine aber, das wäre so. Ach, schaut mal, wenn wir schon mal hier sind. Ach nee, wir hatten Madame Erona noch gar nicht zu diesem Zeitpunkt. Deshalb habe ich das noch nicht gefunden gehabt. Schon wieder Herzlein P. Okay. Ist in Ordnung. Macht das gleich, was wir für Mario schon haben mit Herzlein, aber für die Partner. Deshalb das P hinten dran. Gut. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, in welches Gebiet es nun weitergehen soll. Ich bin generell wirklich gespannt in diesem Game. Weil es hält auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit. Das ist bisher sehr interessant immer. Und deshalb freue ich mich auf die weiteren Abenteuer hier. Also dann, Mario. Jetzt ist das Sternenwehr in der Reihe. Ja, du hast recht. Absolut. Oben rechts, oder? Lass mal sehen. Ja. Okay, wie gesagt, 7 Sterne. 7 Kapitel. Und dann das 8. ist wahrscheinlich, was sich hinter dem Tor befindet, oder? Ist ja zumindest so meine Vermutung. Aber schauen wir erstmal, was diesmal auf die Karte gezeichnet wird. Oh, sie wird immer bunter. Vor allem dort oben. Direkt über Blütenweiler taucht eine fliegende Insel auf? Ha. Interessant. Was heißt über Blütenweiler? Auf jeden Fall in der Nähe. Auf der magischen Karte ist nun etwas neu eingetragen worden. Das ist sicher der Ort, an den wir jetzt hin müssen. Ist es etwa irgendwo über den Wolken? Was könnte es bedeuten? Naja, was es wohl bedeuten soll. Wir müssen irgendwie nach oben gelangen. Also wortwörtlich, nach oben in den Himmel. Unter uns schlummern also die Ruinen einer vor langer, langer Zeit verstörten Stadt. Und die vereinte Kraft der Sternjuwelen hält das Tor seither versiegelt. Um dieses Siegel zu erbrechen, braucht man wieder die Kraft der Sternjuwelen. Aber warum um alles in der Welt wurde der legendäre Schatz denn versiegelt? Etwa um ihn vor Dieben zu schützen? Nein, das musste geschehen, weil... Weil? Weiß nicht! Wie nicht so heftig, Professorchen. Entschuldigt. Ich weiß nur, dass die Versiegelung des Schatzes und der Untergang der Stadt etwa gleichzeitig stattgefunden haben müssen. Aber mir ist unklar, warum die Stadt untergegangen ist. Die Quellen sprechen nur von einer Verfinsterung des Himmels und großem Unglück. Es bedarf weiterer Forschungen und mehr darüber herauszufinden. Verstehe. Aber was ist mit dem nächsten Sternjuwel, das auf der Karte angezeichnet wurde? Ja, vermutlich ist dies ein Verweis auf die Stadt in den Wolken, Falkenheim. Es gibt dort eine große Arena, in der erbitterte Wettkämpfe stattfinden. Auf den ersten Blick wirkt die Stadt wie ein netter Vergnügungspark, aber hinter den Kulissen wetten die Reichen auf die Köpfe der Kämpfer.
Eine Stadt in den Wolken? Und gibt es auch einen Weg dorthin? Ah ja, ein Luftschiff verkehrt mehrmals täglich zwischen Rohlingen und Falkenheim. Allerdings ist es problematisch, ein Ticket dafür zu bekommen. Man kann es nicht einfach auf normalem Wege kaufen. Aber irgendwie muss es doch möglich sein, ein Ticket zu bekommen. Naja, also, im Westen lebt El Pamon. Vielleicht kann er ja etwas für euch tun. Der Casinoführer. Westen ist das Gebiet westlich vom Rohlinger Marktplatz. Dort herrscht der Boss der örtlichen Mafia, ein gewisser El Pamon. Man sagt, er würde gelegentlich nach Falkenheim fliegen wollen. Dann lass uns doch diesen El Pamon mal einen Besuch abstatten. Ja, das wäre gut, aber El Pamon ist ein allseits gefürchteter Mafia-Boss. Außerdem lässt er sich so gut wie nie in der Öffentlichkeit blicken. Es wird also schwierig sein, ihn zu treffen. So ein Mist aber auch. Vielleicht können wir Insider-Wissen von irgendwelchen seiner Leute bekommen. Kubalo fragt. Alles klar? You got mail. Mario, Kupio, bei euch war alles klar? Schön, schon praktisch, diese Geräte, mit denen man jetzt Briefe verschicken kann. Ich hole Wasser am Brunnen, pflücke Blumen und poliere meinen Panzer. Das Leben, das ich früher so öde fand, ist doch nicht so schlecht, wie ich immer dachte. Kupio, du wirst dieses Dorf bestimmt auch noch mehr mögen, wenn du von deiner Reise zurückkehrst. Wohin geht eure Reise als nächstes? Kupio, sehe die Welt an und werde ein reifer Cooper. Ich freue mich schon, dich bald wiederzusehen. Cooperdor. So, der Vater war das. Ich dachte irgendwie, das wäre der Opa. Nicht Opa, der Bürgermeister. Aber nicht schlimm. Gefunden von Kupio. Kupio, du bist zwar gefunden, aber jetzt bin ich an einem Ort namens Kristallpalast. Es ist zwar etwas kalt, aber man kann sich hier wirklich gut verstecken. Aus dem ersten Teil der Kristallpalast. Gefunden werden will ich nicht, aber irgendwer muss doch sehen, wie gut ich mich verstecken kann. So stelle ich mir das vor. Also wenn du kannst, dann finde den unsichtbaren Kupio in deinem Versteck. Kupio. Da kann man hier wirklich noch zurück zum Kristallpalast? Ich glaub's ja irgendwie nicht, aber es wäre krass, wenn das gehen würde im Game. Na gut, ich schätze, jetzt wo wir mit Kapitel 2 durch sind, werden wir wahrscheinlich hier wieder noch ein paar neue Aufträge freigeschaltet haben. Und denen könnten wir nachgehen. Ja, drei neue Stücke. Lebenspilz von Bubuma. Da ich da nicht mehr die Jüngste bin, möchte ich für den Notfall einen Lebenspilz. Es besteht kein Grund zur Eile, aber ich will für alles gewappnet sein. Du findest mich im großen Baum. Ja, okay, ist sehr offensichtlich, wo wir lang müssen. Und ich meine, sowieso einen dabei zu haben. Jo. Ja, hab ich nicht unbedingt nötig. Ich kann ihn ruhig. Ich kann ruhig teilen, ne? Warte mal, bevor wir jetzt aber losziehen. Ah, ich kann ja aber jetzt die anderen lesen, oder? Kann ich das? Kann ich die anderen lesen? Und dann sagt er, nö, verschwinde. Ach, stimmt, wie die Schampfattacke haben wir jetzt auch. Blinky und T-Bi. Was? T-Di-Bär? Okay. Okay. Tag der offenen Tür in der Spielhalle. Wer diesen Auftrag übernimmt, erhält von dem Buhu Blinky mit den süßen Katzen oder was ganz Besonderes. Da muss ich hin. Ich erwarte dich in der Spielhalle in Westen. Ciao. Oh, darauf freue ich mich gleich. Und hilf Papa von T-Di-Bär. Hilf meinem Papa. Ich warte in den Katakomben am Eingang zu den Duellkerkern. Wenn du mir hilfst, gebe ich dir meinen Schatz als Belohnung. Eine Mitgliedskarte für die Spielhalle. Die brauchen wir. Okay, die beiden sind wichtig. Das hier ist, glaube ich, nur so nebenbei. Aber jetzt habe ich das schon angenommen. Wir keine Bestrafung bekommen, also werden wir die Mission auch eben erledigen. Wie komme ich am besten hin? Oh, ich muss den ganzen Weg wieder zurücklatschen, oder? Ich erspare euch das. Großer Baum, ich bin da. Waren sie hier vorne oder ist sie wieder... sie sind wieder reingegangen. Sie leben jetzt einfach damit, dass sie diese riesigen Menschentore haben in ihrem Baum. Haben sie sich damit abgefunden, schätze ich. Hi, was geht? Mit dir muss ich reden. Oh, ich bin beruhigt. Du hast den Auftrag angenommen, Caprio. In meinem Alter sollte man für den Ernstfall mal einen Lebensfilz bereithalten. Damit man nicht sofort abkratzt, falls es passiert. Oh, wirklich, der Lebenspilz. Er kommt gerade noch rechtzeitig. Es geht mir gleich besser, wenn ich diesen Pilz habe. Stimmt, mein Steinalt. Ich danke dir, Caprio. Hier deine Belohnung. 50 Münzen diesmal. Danke. Okay. Und jetzt wieder. Zurück den ganzen weiten Weg. Ach ja. Toll. Ich hätte mir wirklich jetzt auch schon Abkürzungen geben können. Ich sag's ja nur, ich meine nur. Und ich, Idiot, hab voll vergessen, dass hier nur noch eine Tür ist. Also okay, sie spart jetzt vielleicht eine Minute, maximal zwei, aber... Nein, das ist jetzt... Das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Warum kam das nicht gleich? Hallo?
Ja toll, jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Ja, okay, irgendwann müssen wir backtracken und die ganzen Bodenplatten aufmachen, die wir jetzt übrigens aufmachen können. Und der Stampfattacke, das heißt, wenn ich die noch alle im Kopf haben sollte und ich habe sie alle nicht beim Kopf, dann können wir da die ganzen Sternsplitter sammeln. Warte mal, Luigi, was geht eigentlich bei dir gerade ab, Kollege? Willst du uns davon erzählen? Stell dir vor, ich war am Feuerberg und da habe ich den Wunderkompass gefunden. Naja, jedenfalls ein Teil davon. Ein unglaubliches Abenteuer, wirklich. Soll ich dir davon erzählen? Ist aber ein bisschen länger. Komm, erzähl's mir. Gefahr am Feuerberg. Okay, also, lange Geschichte. Ich komme also zum Pudding-Massiv und gehe direkt zum Feuerberg. Der Weg dorthin führt durch einen bedrohlichen Dschungel. Der Dschungel streckt natürlich voller schrecklicher Kreaturen aller Art. Und außerdem, auf dem Weg treffe ich einen Blooper. Ja! Sein Name ist übrigens Gloom. Gloom ist aber Eisen und er schließt nicht mehr spontan an. Gloom ist echt wild. Bei ihm zu Hause nennen sie ihn die weiße Bombe. Also, wir beide kommen jedenfalls am Feuerwerk an und im Krater blubbert dann die Lava. Und heiß ist es da, sage ich dir, Mario. Außerdem steckt der Berg voller Fallen, um den Kompass zu schützen. Am schlimmsten ist der Granitgolem. Mindestens 30 Meter hoch. Sein einziger Schwachpunkt ist ein roter Fleck auf der Stirn. Und selbst ich komme nicht mit meinen Sprüngen so hoch. Aber ich hatte einen Plan. Und hier kommt Glooms Einsatz. Ich mache Gloom also an den Tentakeln, ne? Ich ziehe und dann schleudere ich Gloom genau auf diesen roten Punkt. Und die weiße Bombe trifft genau ins Schwarze. Dann gut ins Rote. Ah ja, und so geht der Granitgolem dann also zum Boden. Danach war es ganz leicht, in die Schatzkammer zu kommen. Nun, Prinzessin Eclair war natürlich nicht da. Aber immerhin fand ich dort einen Teil des Wunderkompasses. Und dieses Teil habe ich dann in den Richtungssockel eingesetzt. Diesmal zeigt die Nadel nach Westen. Und das bedeutet, ich muss nach Ofendorf im Kuchenland. Und mein Weg dorthin, der führt genau über Rolingen. So, jetzt weißt du auch mal, welche Abenteuer ich erlebe, während du deine erlebst. Ja, genau. Ja, lass dich nochmal erzählen. Okay. Ich bin Gloom. Diese Bodenstange erzählt nichts als Lügen. Als er mich gerade werfen wollte, ist er gestolpert und hat mich mitten in die Lava geschmissen. Dank ihm bin ich also schokoladenbraun geröstet worden. Meine schneeweiße Haut ist total versaut. Das werde ich ihm nie verzeihen. Meine Rache wird furchtbar sein. Nur deshalb bleibe ich noch eine Weile bei ihm. Okay. Cool Story, Bro. Ein Freund von Luigi, Gloom der Blooper. Ein seltsamer Blooper, dass er auch noch an Land leben kann. Er wird irgendwie sauer. Und es gibt bestimmt einen guten Grund, warum er so braun ist. Ich weiß nicht, ob ich den noch herausfinden will. Aber, na gut. Ich schätze, wir könnten noch kurz falsches Haus. Die eine Quest starten und die andere dann in der nächsten Folge direkt anfangen. Was war denn das andere nochmal? Hab's jetzt schon wieder vergessen. Hier, hilf Papa. Hilf Papa, in Kopperkonten des Duellkern. Mitgliedskarte für die Spielhalle. Okay, nehmen wir das an. Obwohl, komm, ich schau mich mal um, wo das ist. Falls wir überhaupt schon hinkommen können. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wo das genau ist. Ich denke, das klingt nach einem Kompromiss. Das können wir machen. Little Tod. Den mobben wir jetzt.